Am 23. August starb der Chef der russischen Wagner-Söldner Jewgeni Prigoschin beim Absturz seines Privatflugzeugs auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg. Mit ihm kamen 9 weitere Menschen ums Leben. Gemäß dem Ritus der orthodoxen Kirche erinnern 40 Tage nach seinem Tod in Moskau Prigoschin-Anhänger an den Söldnerführer und seine Gefährten. Im Zentrum der russischen Hauptstadt ist dafür eine provisorische Gedenkstätte errichtet worden. Viele Patrioten unseres russischen Staates haben sich hier versammelt und auch diejenigen, die sich für die Geschichte unseres Staates interessieren. Jewgeni Prigoschin hat einmal gesagt, die Wagner-Gruppe ist die Beste in der Hölle. Wenn wir sterben, werden wir die Besten in der Hölle sein. 2 Monate vor seinem Tod hatte Prigoschin seine Söldner in einem Aufstand Richtung Moskau marschieren lassen. Nach einem Tag hatte der Wagner-Chef den Aufstand jedoch wieder abgeblasen. Im Gegenzug wurde ihm Straffreiheit zugesichert.